So, und damit willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fried. Endlich ist es wieder soweit. Endlich kommt eine neue Episode Clash of Clans. Ich hatte die letzte Zeit wirklich Probleme, mich zu motivieren, aufzunehmen. Abonniert alle gerne meinen GTA 6 News-Kanal. Da kommen aktuell wirklich jeden Tag, ja, frische Videos raus. Ich würde mich sehr freuen. Ich packe euch den Link hier drunter. Ihr könnt gerne abonnieren. Es ist umsonst. Es kostet euch nichts. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn einige von euch den Weg rüberfinden würden. Das wäre sehr schön. Da würde ich euch sehr danken auf jeden Fall. Also, es wird auf jeden Fall auch wieder Dorfbesuche geben. Keine Sorge, ihr könnt noch eine E-Mail schreiben, codembf@gmail.com, und mit etwas Glück werdet ihr dann besucht, ne? Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, also nicht verzagen, ich möchte wieder Dorfbesuche machen. Zuletzt hatte ich halt echt gar keine Motivation, Clash of Clans aufzunehmen, da gehören natürlich die Dorfbesuche dann auch zu. Wir wollen aber in dieser Folge auf jeden Fall auch ein bisschen reden über das, was denn jetzt vielleicht kommen könnte, denn das ist auch so ein Grund gewesen, warum ich jetzt nicht so die ganz große Motivation hatte, weil einfach zuletzt natürlich jetzt auch nichts an Updates kam. Das ist einfach so. Ich muss gleich, wir machen gleich mal einen ganz kurzen Cut. Und dann gucke ich mal nach, was denn das letzte Update war, weil ich das aus dem Kopf sogar gar nicht mehr weiß. Wann ist das denn mal vorgekommen, dass ich aus dem Kopf nicht mehr weiß, wann das letzte Update war? Es war Sommer-Update. Klar, aber ich weiß gar nicht mehr, was im Sommer-Update kam. Warte mal, vielleicht kriege ich das noch hin. Leute, vielleicht kriege ich das noch hin. Also, wir hatten Nachtdorf 2.0. Das war aber Frühlings-Update. Was war denn im Sommer? Ach, war das mit dem... War das, wo die restlichen Rathaus 15 Sachen freigegeben wurden? Die Mauern, die Gebäude. Das kann ja nur das gewesen sein. Ha, ich weiß es nicht mehr. Aber das war doch... War das mit dem Wächterlehrling? War das das Wächterlehrling-Update? Und mit dem Superschweinereiter? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Na, dann habe ich es ja doch noch rausgekriegt. Jetzt ist hier noch ein bisschen Loot, aber ich bin ja sowieso maxed, was jetzt so die Sachen mit Gold angeht. Deswegen habe ich mir das jetzt einmal geschenkt. Wir bauen jetzt mal eben noch ein paar Truppen aus. Wir machen wieder die Taktik hier, weil die sich sehr gut bewährt hat. Warte mal. Und dann reden wir ein bisschen drüber, was wir denn erwarten können im nächsten Update und vor allem das Halloween-Update. Die Halloween-Sachen dieses Jahr. Ich bin schon so gehypt, denn Halloween ist sowieso die geilste Zeit. Und dann noch die ganzen Sachen dabei, die wir erwarten können. Oder zumindest die ich mir erhoffe. Na, wir reden drüber. Bleibt auf jeden Fall dabei. Okay, wir sind wieder da. Ich habe es jetzt gerade mal tatsächlich nachgeguckt und ich hatte tatsächlich recht. Neue Truppe Wächterlehrling, neue Truppe Superschweinereiter, neue magische Gegenstände. Stimmt, der hier das Sternenglas, ne, für den Bonus, für den Sternenbonus im, ja, wie heißt es denn jetzt, Nachtdorf 2.0. Und dann noch hier dieser Trank für die Tiere. Auch nicht schlecht eigentlich. Ja, das muss man sagen. Und dann natürlich noch die ganzen Gebäude für Rathaus 15, die sie noch gemacht haben. Also die sie noch freigegeben haben. Neue Level für Truppen, für Zauber, für Helden und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Also, das waren alles solche Sachen. Aber jetzt kommen wir ja zu dem eigentlich Wichtigen, während ich den jetzt mal eben mitnehme. Jetzt kommen wir zu dem eigentlich Wichtigen, was uns ja beschäftigt. Und Leute, das ist natürlich das kommende Update. Und ich habe immer gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass das nächste Update auf jeden Fall etwas mit der Clanstadt ist. Dass wir vielleicht einen neuen Bezirk sehen, vielleicht eine neue Truppe sehen, vielleicht auch neue Level sehen für den Stadtgipfel, für die Bezirksrathäuser und so weiter. Das weiß ich natürlich nicht, das sind natürlich nur Spekulationen, aber das ist natürlich etwas, was man sich so vielleicht ganz gut vorstellen kann, wenn man sich ja die letzten Updates anguckt, weil wir ja erst Nachtdorf hatten, dann das normale Dorf. Macht natürlich dann Sinn, dass sie dann jetzt halt die Clanstadt nehmen. Das würde super reinpassen in dieses Schema, meiner Meinung nach. Kommentiert doch gerne, diskutiert gerne in den Kommentaren mit. Dafür ist die Kommentarsektion halt da, dass ihr eure Meinung abgebt. Ich bin sehr gespannt. Und das ist natürlich Punkt Nummer 1. Also Punkt Nummer 1, Clanstadt mit den ganzen Sachen, die wir da erwarten, hoffentlich erwarten können. Neue Truppe, neuer Bezirk und so weiter und so fort. Vielleicht ein neuer Zauber oder sowas, ich weiß es nicht. Das wäre natürlich ganz cool. Da haben sie halt auch viele Möglichkeiten. In der Clanstadt haben sie halt auch echt viele Möglichkeiten, vielleicht auch ein bisschen was zu machen, was sie vielleicht im normalen Spiel nicht so machen würden. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein. So, jetzt müssen wir eben gucken. Ja, hier, 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 hier. Oh, das war der Monolith. Aber ist mir egal. Das ist mir egal. So, warte mal. Da noch hin. 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 Und dann ist natürlich die große Frage. Halloween 2000.
2023. Halloween, die geilste Zeit im Jahr und auch eigentlich immer eine sehr geile Zeit bei Clash of Clans. Also es ist echt wirklich, wenn ich allein schon dran denke, wo ich meine erste Halloween-Zeit bei Clash of Clans hatte und dann war alles so in diesem Halloween-Look und alles war noch so neu und es ist... Man kann die Zeit leider nicht zurückdrehen, ehrlich. Man kann die Zeit leider nicht zurückdrehen. Ich wünschte manchmal, es wäre so und man könnte sie zurückdrehen ins Jahr 2013 oder ins Jahr 2014. Aber es ist leider nicht möglich. Es ist so, deswegen müssen wir uns jetzt damit befassen, was wir dieses Jahr erwarten können. Man muss aber auch sagen, dass sie natürlich auch viele Sachen verbessert haben mit der Zeit. Also sowas Halloween-Look für die Sachen, also für die ganzen Hindernisse, Bäume und Sträucher und Pilze und sowas, kann man sich natürlich auch gut vorstellen, dass das wieder kommt. Eine Halloween-Scene werden wir wahrscheinlich auch sehen, gehe ich auch mal ganz stark davon aus. Warte mal, ich habe doch sogar noch eine hier irgendwo gehabt. Entweder hier oder in meinem anderen Account. Oh, Kürbisfriedhof. Das war die erste Halloween-Szenerie, die war gut. Die war richtig gut, die hat auf jeden Fall was hergemacht. Dann natürlich nicht zu vergessen noch diese Gruselszenerie vom letzten Jahr, die war auch gut. Muss man sagen, war auch gut. War auf jeden Fall auch eine gute Szenerie. Kann man auf jeden Fall auch was mit anfangen. Hat mir auch gut gefallen. Ja, temporäre Truppen sind natürlich auch immer ein Thema. Ah, geil, zum Beispiel Kürbisbarbar, Riesenskelett, Königsgeister. Die Königsgeister waren jedes Mal so OP. Und da hat mir sogar ein Zuschauer geschrieben, dass er sich jedes Mal wieder darauf freut, dass die Königsgeister zurückkommen, weil nämlich dann viel besser gepusht werden kann mit den Königsgeistern, wenn du ein niedriges Rathaus bist. Ab Rathaus 6 sind die, glaube ich, verfügbar. Ich hatte das irgendwann auch mal nachgefragt bei dem Zuschauer. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, geil, 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 geil. Vielleicht auch mal eine neue Falle mal wieder oder sowas. Erinnert euch damals. Wo ist die Skelettfalle? Da. Die war temporär drin im Spiel für Halloween und dann haben sie die einfach im Spiel drin gelassen. Dann haben sie gesagt, ey, die lassen wir einfach im Spiel drin. Wie geil wäre das bitte? Eine neue Falle oder sowas? Eine neue temporäre Truppe? Challenges. Challenges. Bitte, Clash of Clans Team, macht Challenges. Mehrere. 10 Stück, 20 Stück, 100 Stück. Ein paar auf jeden Fall. Es gab so geile Halloween-Challenges die letzten Jahre. Zumindest die letzten 2 Jahre. Was waren das, letzten 2? Ich glaube sogar schon die letzten 2 Jahre. Das wäre so episch. Ich würde das so feiern auf jeden Fall. Haben wir da hier noch was da? Wir möchten ja noch weiter angreifen. Deswegen habe ich das jetzt gerade mal fertig gejammt. Entschuldigt bitte, aber das musste gerade mal einmal sein. Also ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch denn wünscht für das Halloween-Update und natürlich auch für das Clanchart-Update. Da bin ich auch mal gespannt auf eure Meinung, aber Halloween, da haben wir natürlich auch so, wie ich das eben schon gesagt habe, so ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall immer erwarten können. Vielleicht überraschen sie uns ja da in der einen oder anderen Richtung oder vielleicht kommt dann irgendwas, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Man weiß es nicht. Jetzt habe ich leider die Gladi vorgeschickt, was an für sich ein bisschen dumm war, weil die Glade jetzt ja wegläuft, aber nun gut. Ich möchte ja hier nur mal eben ganz schnell ein bisschen Loot haben. Selbst der Stern ist mir jetzt nicht so wichtig. Also ich muss nicht zwangsläufig jetzt hier noch das Rathaus erwischen. Das Dunkle. Also ich bin immer noch nicht maxed. Und dadurch, dass ich zuletzt wirklich so wenig Motivation hatte, habe ich nicht mal besonders viel gefarmt. Und das bedeutet, dadurch habe ich halt auch nicht mal besonders, ja, nicht mal besonders gefarmt und dadurch halt auch nicht mal meine Helden noch gemaxt. Komm, jetzt holt euch doch noch ein bisschen, wenigstens ein bisschen noch an Dunklem. Da ist noch ein einziger Bohrer. Komm, ich den noch kriegen würde. Wobei, dann nehmen wir die 50% auch mal auf jeden Fall noch eben mit. Die Helden sind dann zwar gleich weg, ist aber egal. So, das Dunkle haben wir. Jetzt auch eben den Stern holen. Jawohl. Sehr schön. Ich brauche über 300.000. Das weiß ich. Ich brauche 351.000. Ich habe mir nicht mal den Goldpass geholt. In diesem Account habe ich mir nicht den Goldpass geholt. Eine der wenigen Seasons, wo ich mir den nicht geholt habe. Das bedeutet schon was. Also bitte, kloppt ein ordentliches Halloween-Update raus. Dann sagen wir vielleicht Leute, oder bei Supercell, das ist kein Update. Alter, immer wenn da neue Sachen kommen an Content, ist es immer ein Update. Du datest das Spiel doch immer ab. Ob das jetzt temporär ist oder nicht, das ist mir scheißegal. Aber es ist doch immer ein Update. Ganz ehrlich. Und Halloween, okay, vielleicht bei so Balance Changes oder so. Da würde ich noch sagen, okay, kann man sagen, ist kein Update.
Aber wenn, sagen wir mal, sie bringen den Königsgeist, sie bringen eine Szenerie, sie bringen eine Challenge, was weiß ich, sie bringen noch ein Hindernis raus oder noch eine Deko raus, das ist doch ein Update. Das Spiel wird doch auch aktiv verändert dadurch. Das ist doch ein Update, hallo? Wie soll man das sonst nennen? Ganz ehrlich, wie soll ich das sonst nennen? Deswegen, meiner Meinung nach, auf jeden Fall ein Update. Jetzt nehmen wir uns auf jeden Fall auch noch eben hier noch schnell den Stern mit. Und da bin ich mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also ihr könnt euch, wie gesagt, noch gerne bewerben für neue Dorfbesuche, codembf@gmail.com, und vergesst auch nicht, den GTA 6 News-Kanal zu abonnieren. Ich freue mich, also das wird mir auf jeden Fall sehr helfen. Das macht sehr viel Spaß, da immer neue Videos zu machen. Und wenn da der eine oder andere von euch von Clash of Clans rüberkommt, dann würde mich das natürlich auch freuen, wenn das so ist. Also guckt doch da gerne mal vorbei. Ich baue mal eben noch ein paar Truppen aus. Und dann sage ich mal, wir sehen uns in einer neuen Episode wieder. Schaltet wieder ein, Dorfbesuche, wie gesagt, codembf@gmail.com, und diskutiert fleißig in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.